Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it any. Hallo und willkommen in Padborg. Auf der Strecke Norddeutschland von Ghost Train. Wir fahren heute ein Szenario aus dem Paket von Benelux, ebenfalls aus dem Railsim Forum. Und zwar die Regionalbahn von Padborg nach Neumünster. Unser Zugverband kann man hier eigentlich schon im Titelbild sehen. Bestehend aus Silberlingen und der Baureihe 141, ebenfalls in Blau-Beech gehalten. Ich wünsche schon mal vorab hier viel Spaß mit dem Video. Danke an Benelux für das wunderbare Szenario-Paket Norddeutschland. Bestehend aus Regionalzug nach Neumünster, den wir jetzt auch gleich fahren. Regionalbahn 5729, IC 524 Hanseat. Mehr lese ich jetzt hier nicht vor. Ich würde sagen, ihr ladet euch das Paket komplett herunter, erhältlich im Railsim-Forum. Link immer wie immer in der Videobeschreibung. Ebenso auch, was die Strecke Norddeutschland betrifft. Ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß nun hier mit dem Video. So, und damit willkommen in Padborg. Hier steht auch schon unsere Regionalbahn. Schalten schon mal Zugspitzenlicht, das können wir schon mal machen. Fahrgäste lassen wir auch schon einsteigen. Setzen mal mindestens einen Zug als Regionalbahn, weil direktes Zielschild haben wir keins. Schade eigentlich. Naja gut, man kann nicht alles haben. So, Regionalbahn. Wie gesagt, wir fahren hier von hier aus, von Padborg nach Neumünster. So, mal eben hier in den Steuerwagen. Machen mal ein bisschen Pultbeleuchtung an, dann Instrumentenbeleuchtung. Mal eben gerade eine Bremsprobe. Das ist soweit okay. Lokomotive ist schon aufgerüstet, ist die 141 in Blau-Beech. Lassen wir noch auf 0. Schalten Shift 8 die PZB und Shift 7 die SIFA. So, schalten wir das vorwärts. Schalten mal den, bleiben wir hier auf Intervall. Es ist Herbst wieder im Trainingssimulator. Gefühlte 15 Grad, naja, ist nicht gerade warm. Da haben wir einige Güterwaggons herumstehen. Was haben wir ja noch? Hier hinten ist die DHL ansässig mit ihrem Lager. Hier ist ein Lebensmittelgeschäft, ein Discounter. Was es jetzt für eine ist, keine Ahnung. All die schönen Sachen sind es nicht. So viel ist es, so viel ist sicher. Dann. So schaut es hier aus an dem kleinen Bahnhof. Hier ist unsere 141, die uns jetzt gleich schieben wird. Läuft auch schon bereits. Gut, und wir steigen ein. Also wir haben ca. 95 Minuten Fahrzeit. Wir nehmen alle Unterwegshalte mit. Und legen auch schon los. Die Türen sollten zu sein. Jawohl. Und dann geht es auch los. Die ist richtig schöne, scharfe Grafik. Also das gefällt mir immer wieder. Macht auch dann Spaß. So, dann mal eben die Befreiung. Machen wir Dauer auf normal. Sehr schön.
So, und dann ist auch der nächste Halt dann schon Flensburg. Wir fahren mal schön gemütlich ab die Strecke, wir haben Zeit. Nee, hier, wenn es aufgeht, hier Kreis. Also auch schon das erste Mal die SIFA. Also die Strecke hat Ghost Train eigentlich sehr, sehr gut hingekriegt, muss ich echt sagen. Also mir gefällt sie. Vielleicht kommen hier und da noch ein paar Updates, aber das muss er selber entscheiden. Aber ansonsten eigentlich viel Vegetation. So, wir beschleunigen mal auf 120. Haben wir jetzt eigentlich den Fahrmotorlüfter eingeschaltet? Wenn nicht, machen wir es eben halt nochmal. Sehr schön. Hier in der ersten Klasse. Super. Aber wir gehören hierher. So, scheint erstmal aufgehört haben zu regnen, also brauchen wir den Scheibenwischer auch nicht. Ja, Ansagen sind leider keine dabei, aber naja, mir ist halt eben mal so ein schnelles Let's Play Video zu machen, ist das schon okay, da brauchen wir nicht unbedingt jetzt welche. Dann sagen wir die Bahnhöfe, die zu halten sind, selber an. Hier alle schön herbstlich bunt. So, wir gehen mal runter auf 80. Gleiswechsel. Ja, ein bisschen Industrie. Jetzt davor kommt man sich vor, als wenn man jetzt wieder hier mitten durch den Wald fährt, aber es ist richtig schön bewachsen hier mit der Vegetation, finde ich richtig schön.
So, jetzt kommen wir jetzt auch schon gleich nach Münster. Das ist ja unser Endbahnhof. Quatsch. Flensburg, genau. Da flänzt es. Ein bisschen in die Landschaft schauen. Ist auch die Sieber gleich wieder. Ja, also ich finde, das ist von der Freeware-Strecke, die rausgebracht worden ist, ist das eine schöne Strecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind gut dran, wir sind pünktlich, weil nämlich hier dann rückwärtig dann eine Interregio fährt, gezogen von der 120. Ich habe das halt schon ein bisschen mal angeschaut. So, der Kanal ist ja dann, wie ihr schon bestimmt mitbekommen habt, vom 20.06. bis 5.07. in Sommerpause. Im August geht es dann auch wieder los mit Livestreams. Da werden wir unter anderem mal in ein paar Szenarien hier aus dem Paket fahren von Benelux. Wird auch dann wieder ein bisschen was mit TSW kommen. Unter anderem auch Euro Truck Simulator. War auch ein Wunsch eines Users. Und hier ab nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für 301 Abonnenten schon. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Wie gesagt, dann im August machen wir auch so einen wunderbaren, beziehungsweise einen wunderschönen Abonnenten-Special-Stream. Das muss sein. Wird doch ein bisschen was kommen dieses Jahr. Lasst euch überraschen. So, Flensburg naht. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Aber jetzt hier noch ein schönes Stück vor. Ja, beim nächsten Haarschild halten wann? Super. Dann nehmen wir die Türen frei. Was ist? Wieso macht er nicht auf? Noch ein Stück vorfahren. Das ist ja auch. Na gut. Dann ist es halt so. So, Türen sind freigegeben. Da steht unser Zug. Da
Der Fahrmotorlüfter müsste jeden Augenblick. Jawohl, geht aus. So. Flensburg. Schauen wir hier. Hier drüben ist auch noch ein Bahnsteig. Hier muss auch mal ein Bahnsteig gewesen sein, aber den Abgang hier hat man zugeschüttet. Ja, da kommt was. Ah ja, das ist der Interregio. So, ein schönes Bild gleich mitnehmen. Hier haben wir einen Zeitungskiosk. Schön. Könnte man jetzt einsteigen, will ich aber nicht. Wir haben unseren Zug hier. So, dann steigen wir wieder ein. Genau. Das war das Abfahrtssignal. Türen sind zu. Regnet auch schon wieder. Lösen die Bremse, dann geht es auch schon weiter. So, Fahrmotorlüfter wieder an. Damit werden wir schon wieder geschoben. So, der nächste Halt ist dann Tarp. Kommen ständig einzelne Schauer runter. Jetzt geht es auch gleich wieder ein bisschen schneller. Wir dürfen gleich 100 wieder fahren. Rechts sieht man nicht viel, weil durch die ganzen Büsche, die gewachsen sind am Gleisrand, holt sich nicht allzu viel nach rechts zu schauen.
Vorne ist gerade ein Güterzug. Schön. Also schön im Vorbeifahren schnell schauen. So, dann drehen wir noch mal ein bisschen auf. Bis ins letzte Schaltbereich. Ja, nochmal in der ersten Klasse. So, jetzt der nächste Halt, jetzt in Kürze Tarp. Mal wieder aufgehört zu regnen, ist ja ganz gut so. Aber wenn das jetzt noch Sommerzeit eingestellt gewesen wäre, wäre das richtig klasse gewesen mit der Vegetation. Wunderschön im Grün. Aber gut, das hat sich der Szenariobauer selber ausgedacht. Von daher ist es gar nicht mal so schlimm. Sieht wunderschön aus. Sollte gerade noch einer über den Bahnübergang rennen, habt ihr es gesehen? Deswegen habe ich auch die Makro benutzt. So, unser nächster Halt nähert sich.
So, sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt Tarp. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ein bisschen härter bremsen, weil sonst stehen wir über. Gerade noch so geschafft. So. Lassen wir die Fahrgäste einsteigen. Ein paar Motorlüfter können wir laufen lassen, weil es geht eh gleich weiter. Nachgeräusch hier von der Pressluft. Gesundheit. So. Auf geht's weiter. Hier steht ein LKW von der DHL. Nächster Halt dann Jubek. Sieht ein bisschen dunkel aus, wenn man die Pultbeleuchtung ausmacht. Aber machen wir es wieder an. Lesebeleuchtung besser gesagt. Die Ansichten nur in der Luft finde ich so blöde. Macht man es eben so. Einmal. Mal gespannt, was uns jetzt hier auf der Strecke noch an KI-Verkehr begegnet. Jetzt war es noch nicht so großartig, bis auf den Güterzug, den wir gesehen haben, und den Interregio.
Ja, mal geschaut. Und noch ein bisschen was vor uns. Aber insgesamt eine Stunde Fahrt. Jetzt hier auch noch sagen wollte, nach der Sommerpause kommt anschließend erstmal noch hier vom Train Simulator Classic ein kleines feines Video von der Bauernwaldbahn und der Schmalspurbahn. Wir auch schon teilweise mal Probe gefahren, die macht richtig Spaß. Also nächstes Let's Play nach der Sommerpause Bauernwaldbahn. Mal wieder ein bisschen durch die Gegend gedampft. Muss sein. So, wir nehmen langsam Geschwindigkeit weg. Nächster Halt jetzt Jubeck. Was ein Name. Sind absolut pünktlich bislang. Können weit vorziehen. So, dann sind wir ein ganzes Stück weiter. Und wie gesagt, noch eine ganze Stunde zu fahren. Bin mir sicher, das Let's Play-Video aufgrund Norddeutschland und viel Kritik, was ich schon mitgelesen habe, kann ich auch hören. Aber bin mir sicher, dass das Let's Play-Video bestimmt auch gut ankommt. So, Türen sind zu. Lösen die Bremsen. Es fängt schon wieder an zu regnen. Was für ein Wetter, aber typisch Herbst. Jo, dann geht's auch schon weiter. Mach mal Intervallschaltung an vom Scheibenwischer.
kommt uns auch was entgegen. Was haben wir hier? Regionalbahn. Schön. Ist eine 612 oder 648er? Wer weiß, schreibt es in die Kommentare. Bei den Dieseltriebzügen bin ich nicht so auf dem Laufenden. So, der nächste Halt ist dann Schleswig. Aber das ist jetzt auch von der Fahrzeit her gesehen das längste Let's Play bzw. Szenario. Aber wie gesagt, ich setze den Link von dem Szenario-Paket von Benelux mit in die Videobeschreibung, ebenso auch von der Strecke von Ghost Train. Deutschland. Jetzt kann man auch mal eine ICE-Fahrt machen von Kiel über Hamburg-Altona im Quick Drive nach Hannover. Das ist jetzt auch möglich. All das werden wir in einem Livestream bei dem 300er Abonnenten-Special im August machen. Wann das Livestream kommen wird, bleibt auf dem Laufenden. Schaut ab und an im Discord vorbei. Dort sind immer alle Informationen enthalten. So, jetzt sind es gleich nur noch 120, die erlaubt sind. Die fahren wir auch bereits. Aber wir sind jetzt ein bisschen im Gefälle drin, deswegen werden wir auch ein bisschen schneller hier. Nehmen wir jetzt die Geschwindigkeit langsam runter.
So, der nächste Halt jetzt Schleswig. Sich wieder schön gemacht hier. Ich weiß nicht, was so manche so haben mir. Kommt auch wieder was entgegen. Sieht mal aus wie eine 218er und ja. Oder? Nein. Geirrt. Sah von der Ferne so aus. Soll mal einer sagen, wir wären nicht pünktlich hier. 12.44 Uhr, 12.46 Uhr, 12.47 Uhr geht's weiter. So, einmal die Türen öffnen bitte. Fahrmotorlüfter schalten wir erstmal aus hinten. Na, will ich abschalten? Weiß auch, wie es anders da geht. Hauptschalter aus. War jetzt eine Zwangsabschaltung. Scheint die Übermittlung defekt zu sein. Eigentlich alles eingeschaltet. Na gut, lass laufen. War ein bisschen Strom verbraten. So, was habe ich gesagt? Ja, 12.47 Uhr. Hier haben wir wieder ein wunderbar, wunderschön eingewachsenes Gleis. Hier sieht man es. Nicht mehr genutzt. Schade eigentlich. Hier. Man vielleicht noch Bäume hinstellen sollen, die so schön hier aus zwischen den Schwellen rauswachsen. So, gut. Weiter geht's. Der läuft noch. Fahren schön gemütlich wieder raus hier. 60 sind erlaubt.
So, dann können wir jetzt wunderbar beschleunigen, bitte. Der nächste Halt ist dann der Aufschlag. Circa 10 Kilometer. Geschichte. Schön. Flogen. Ich hoffe, das waren Vögel jetzt gewesen, die flogen eben gerade mit einem Affenzahn hier vorbei. Industrie hier. War kein Auto gestanden. Einmal eine kurze Strecke von 130, dann wieder 160. So, dann erreichen wir jetzt gleich Aufschlag. Mit Ausschlag, Aufschlag. Regenschauer erstmal vorbei. War aber keine Scheibenwischer. Wir haben Windkrafträder.
Wir werden es wieder 60. So großartig runterbremsen müssen wir jetzt nicht so scharf. So, sollte an der gewissen Zeit runtergebremst haben auf die erforderliche Geschwindigkeit. Sind super pünktlich. Aus wie in einem Interregio mit einer 111 gezogen. Nö, ist ein N-Wagen. So, dann lassen wir aber die Leute ein- und aussteigen. Wir schauen mal raus. Hier ist er. Wir dürfen hier neben durch. Hier unsere 141. Hier die 111er. Wir haben noch einen Moment, können wir uns wunderbar die Ausfahrt hier von dem Nachbarzug anschauen. Ja, unser steht noch. Ja, wir müssen aber auch weiter. Jawohl. Und auf geht's nach Rendsburg. Und es regnet schon wieder. Wir sind sehr pünktlich. So, dann ist jetzt auch der nächste Halt, haben schon angekündigt, Rendsburg.
Na, das Wetter wird heute hier nicht mehr besser. Es bleibt so, wie es ist. Circa eine halbe Stunde zu fahren, das ist okay. Man hat jetzt gerade gesehen, wie wir Optionen noch haben, bis wir am Ziel sind, also sind umgerechnet noch. Mit dem Zielbahnhof 3. Wir haben jetzt Rendsburg, dann haben wir Norddorf, wie der Kaff wohl heißt, und dann kommen wir auch schon nach Neumünster. Insgesamt haben wir noch 44 Kilometer zu fahren. Das ist okay. Sind ja auch jetzt hier, um ein Let's Play Video zu machen, um die Kilometer zu zählen. Nein, wir sind hier gemütlich am Fahren, um zu zeigen, was hier Benelux für ein wunderbares Szenario gebaut hat. Die Stange gefällt es mir ganz gut. Kommt auch abwechslungsreich mal ein KI vorbei, das haben wir jetzt schon gesehen. So, wir müssen mal runter. 70 sind es gleich nur noch. Leute Begegnung. Die haben wir heute schon gesehen. Das Solo war Zug. Nein, also ich finde hier die Strecke richtig, richtig klasse. Besser als wie jetzt hier von GB oder GLB, wie sie heißen. Einiges schöner. Fluss hier, leider sieht man durch diese Regentropfen nicht allzu viel. Kleiner Hafen, Rundfahrtschiffen. Ach, schade, es war zu spät. Konnte man nicht mal so großartig schauen. Wir müssen jetzt eh anhalten. So, Rendsburg, Ausstieg rechts.
So, wir gehen mit den Türen frei. So, Freunde, steigt ein, geht gleich weiter. Hier ist unsere 141. Zeitungskiosk. Heute geschlossen. Na toll. Was haben wir hier für Anschlusszüge? Noch nicht so besonders scharf gehalten, aber trotz allem ist es eine schöne Strecke. So. Auf geht's. Türen schließen. Jawohl. Lösen die Bremsen. Nord oder Nordhof, so heißt der nächste Halt. So, jetzt können wir schon mal wieder ein bisschen beschleunigen. Bleiben sie erstmal nur 90, also sind wir ein bisschen darunter, ist das schlimm. Also ich konnte jetzt bis jetzt hier auch in dem Bereich keine einzige Lücke entdecken, wo man hätte jetzt sagen sollen, das sieht so kahl aus, zu wenig Vegetation. Nee, das ist alles eigentlich bis jetzt lang. Was man jetzt so sehen konnte, wunderbar verwachsen. Sieht gut aus.
das ist auch eine schöne lange Brücke. Schaut euch das an. Also hier, sagenhaft. Da hinten unsere 141. Lass mal einwechseln, mal wieder SIFA mit jedenfalls wieder auskommt. Wunderschön. Die andere Seite sieht man Containerhafen. Wir fahren jetzt genau drüber. Und gerade ein Containerschiff. Richtig schön. Also geht noch weiter hier. Kommt gleich. Es zieht jetzt momentan ins Endlose, die Brücke, wenn man so sieht. Ab und zu raus. Dann wird uns die SIFA keine an Strich durch die Rechnung macht. Landschaftlich gesehen ist das wunderschön gebaut. So, wieder rein. Das können wir auch wieder gleich beschleunigen. Dann haben wir diese langsamen Fahrstellen hinter uns. Das merkt man schon sofort, wenn es gleich wieder schneller wird. Ja, schon unser vorletzter Halt. Nordhof. Wenn man so ein bisschen in die Ferne guckt, denkt man hier, es ist so dunstig hier von dem Starkregen gerade, dass dahinter irgendwo Dauerregen ist.
die Scheiben sind aber schnell abgetrocknet. Ah, es macht der Fahrtwind. Jetzt haben wir eine. Nein, auch in der. Das müsste doch 140er sein. Kesselwagen. Die Vorfreude immer zu sagen, das ist eine 218er. Völlig falsch am Platz. Ja, fängt schon wieder an zu regnen. Ich glaube, das ist das Regengebiet, das wir jetzt gerade meinten. Und dann los. Kann auch nur ein See sein, natürlich, ist ja klar. Jetzt gleich in 5 Minuten der nächste Halt. Wie gesagt, Nordhorf. Unser Vorletzter kurz vom Ziel. Was hupe ich eigentlich hier durch die Gegend, wenn eben nichts am Bahnübergang steht? Naja. Was soll's? Oh, ich sehe gerade, also wir sind top pünktlich. Noch ca. 3,5 Kilometer bis Nordhorf.
eine leichte Steigung drin. Alles nur Regenschauer. Naja, es regnet doch noch. Oh, auf mit den Türen. Also pünktlicher geht es eigentlich gar nicht, muss ich wirklich sagen. So, und dann haben wir jetzt auch schon den knapp. Ja. Oh. 12 Minuten unseren Zielbahnhof dann. Mal gucken, ob er jetzt ausgeht. Geht nur mit der Hauptschalter aus. Irgendwas muss kaputt sein. Denk mal. Maschinos in die Werkstatt. Bremsen lösen, nehmen wir hier. Hauptschalter. Machen wir mal aus. Eben geht aus. Also, Hauptschalter ist wirksamer. Weil wir brauchen den. Dann es geht nämlich weiter. Oh, hier in der Regio. Oder war aber schnell weg hier. Sieht mir nichts mehr. Oh, der nächste Halt ist dann Neumünster, unser Zielbahnhof. Kaufland.
Also scheint mich ja aus, als habt ihr denn mal aufgehört zu regnen. Wird bestimmt noch ein oder zweimal regnen, bevor wir das Ziel erreichen. Ja, dann haben wir wieder ein schönes Video von etwas an, über anderthalb Stunde. Ein bisschen Guckmaterial für über die Sommerpause. Ist ja doch nicht lange, dann geht es ja auch dann schon weiter. Aber Pause muss auch mal sein. Wir alle sind irgendwann mal pausereif. Und ich dachte, als ich dann das Szenario-Paket von Benelux sah, ist das ein wunderbarer Ausklang vor der Sommerpause. Kleines Let's Play-Video. Startet jetzt hier mit der Regionalbahn von Padborg bis nach Neumünster. Das ist dann schon eine 130er Beschränkung, danach folgt eine 80er. Wir fahren eh nur 122 Grad. Ich denke, 130 wäre so die Spitzengeschwindigkeit von der 141, weil das reicht ja auch. Ein bisschen runternehmen. Das sollte man von der Ferne eigentlich hören. Da steht jemand an der Bahn über Bahnschranke. Von daher ist das auch dann erstmal gleichgültig. Bisschen die Geschwindigkeit halten. Dann ja, sehe ich gleich nur noch 60. 9 Münster naht.
Ja. Wir sind pünktlich. Vielleicht sogar ein bis anderthalb Minuten verfrüht. Lieber das als wie zu spät. So viel ist sicher. Technisches Zentrum NetTrain, was das auch immer heißen mag. Also der 40er, sehr gut beobachtet. So, Freunde, wir sind in Neumünster. Nach anderthalb Stunden Fahrt geht auch dieses feine Let's Play Video mal zu Ende. Aber jetzt hier noch ein Stückchen vor. Hier kommen wir erst langsam zum Stehen. Auch der Fahrmotorlüfter, als ich neben abgeschaltet habe, ist auch ausgegangen. So, willkommen in Neumünster. Und wir abschalten. Wir haben es geschafft. Das erste wunderbare Szenario hier von Benelux. Hat Spaß gemacht, hat mich gefreut zu fahren. Dann nehmen wir hier nochmal ein schönes Bild mit. Am Ankunftsbahnhof. Passt doch perfekt. Ja, nochmal ein Bahnhofsschild. Oder hat man das vergessen aufzuhängen? Ah, hier ist es. Bei Münster. So, gut, Freunde. Das war's hier von der Strecke Norddeutschland. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Dein Dienst ist nun beendet. Ich habe Feierabend. Perfekt, so muss das sein. So. Mir hat es gefallen. Ein Danke geht raus an Benelux für das wunderbare Szenario-Paket. Da werden auch dann ja bei dem Abonnenten-Special von 301, das wir jetzt zur Zeit haben, ich denke, das werden bestimmt noch ein oder zwei mehr werden bis nach der Sommerpause, bin ich mir sicher. Danke auch an Ghost Train für diese wunderschöne Strecke. Ich weiß nicht, was andere so haben. Vielleicht hat man es ja auch nur gut gemeint und wollte vielleicht da hier und da noch eine Verschönerung machen, aber ich finde, das ist nicht notwendig, weil die Landschaft, die ich jetzt gesehen habe, während wir jetzt hier durchgefahren sind, ist wunderschön. Also wie gesagt, nochmal Grüße gehen hier raus von Neumünster an Benelux für dieses wunderbare Zugpaket. Und danke an Ghost Train für Norddeutschland. Endlich eine Verbindung von Kiel über Hamburg-Altona nach Hannover. So, das war's von mir. Ich verabscheue mich oder verabschiede mich.
in die Sommerpause. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, holt es gerne nach, aktiviert die Glocke. Denkt dran, da seid ihr immer auf dem Laufenden. Lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, bleibt gesund, erholt euch, falls ihr dann auch schon Urlaub habt. Und dann hören und sehen wir uns dann im Juli wieder. Spätestens dann ab 6. Juli zum neuen weiteren Let's Play. Ciao, macht's gut.